Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Braft. Ja, der Haifisch, der liebe Haifisch, geht uns schon wieder auf den Keks. Ah, ich mag das Viech nicht, aber... ja, egal. Wir sind hier auf der Insel, wir werden es auch mit dem Hai wieder aufnehmen, bei passender Gelegenheit. Wir wollen hier, ich möchte hier unten einen Stall schon mal ausbauen, langsam. Ja, sehr langsam. Ich möchte jetzt aber zuerst auch die Insel erkunden. Habe ich jetzt Platz? Ich schaue immer viel zu spät, ob ich Platz habe. Jein. Ja, die Axt ist eh bald ruiniert, glaube ich. Kann ich überhaupt hier rüber? Ja, geht sich aus. Passt. Ja, egal. Haut schon hin. Ich möchte auf jeden Fall mal hoffen, dass es hier Dreck gibt. Also Schmutz. Den würden wir jetzt schon dringend brauchen. Weil ich warte jetzt schon, seitdem wir das erste Mal Dreck gefunden hatten, warte ich auf ein Vorkommen. Aber irgendwie, vielleicht muss ich echt eine Schaufel mithaben. Das, sonst erkennt er das vielleicht nicht. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Aber ich hatte doch damals, kam mir so vor, hatte ich keine Schaufel mit und der hat es trotzdem, glaube ich, erkannt. So, die Millionchen nehmen wir noch mit. So. Ich werde jetzt dann auf jeden Fall die Schaufel sicherheitshalber einpacken, weil vielleicht ist es ja echt ein Fail von mir schon wieder. Und es wäre die ganze Zeit gegangen, wenn man eine Schaufel mit hätte. Ja. Möglich wäre es ja. So. Hoppala. Die nehme ich jetzt noch nicht mit den Baum. So, also. Rein ins kühle Nass. Yay! Und raus aus dem kühlen Nass. Wir haben schon wieder so ein Fischrezept. Ich schmeiß das jetzt mal weg. Ich brauche das echt nicht. So. Wir haben Wassermelonsamen. Ich teile das jetzt schon wieder mal auf. Servus, du Nervbolzen. Wassermelonensamen kommt weg. Die Kokosnuss haben wir da. Ja. Würde ich sagen. Kommen hier wieder die Planken rein. Habe ich da noch für irgendwas Platz? Ja, zumindest für zwei. Was haben wir hier noch Platz? Die Seile habe ich auch irgendwie komplett durcheinander. Ja, warum? Weil ich es kann. Die Nägel platziere ich mal da, ausnahmsweise das Schrottstückchen. Der Rest ist eigentlich Essen, ne? Der gehört drauf. Hier rein schon mal. So, das Gemüsefach, das Obst und Gemüse, also das Essensfach, fertig. Jo. So circa in etwa. So circa in etwa. Darauf wieder. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Was war denn das jetzt? Rauf bitte. Danke. Ein beherzter Sprung. Hurra. Die Schaufel habe ich vergessen. Egal. Ich nehme mal zuerst die Blumen mit. Alter, das wird nichts mehr mit mir. So, also Blümchen. Gleich da hinten auch, weil wegen rote Blumen und so. Rote Blumen, gelbe Blumen. Habe ich noch Platz? Ja. Für die schwarzen habe ich noch Platz und für die weißen. So. Wenn da jetzt eine blaue dabei ist, habe ich für die leider dabei keinen Platz, aber ich komme wieder. Ich komme wieder, keine Frage. So, Platsch. So, mal die Blümchen hier, ne, abgeben. Das Rezept schmeiße ich jetzt auch weg. Ich brauche das echt nicht. So, die schwarzen. Die Sämlinge wegtragen. So. 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 Ja. Dann mal was trinken. Gluckel, guckel. Gluckel, gluckel. So, füllen wir wieder auf. So, füllen wir auch auf.
Super geht das. Super geht das. Bin sehr zufrieden. Die Schaufel habe ich wohin gepackt? Dahin. Schaufel. Ich nehme es jetzt einfach mal spontan mit. Und schau, was passiert. Und genau die Schmelze. Die Schmelze brauche ich auch noch. So. Und hoffe halt mal das Beste, ne? Halt. Was war das denn jetzt bitte? So muss das sein. Ordnung bitte. So, als nächstes können wir dann auch schon den Clipper machen. So, mein Speer ist jetzt leider ruiniert. Ja. Bolzen, Metall, Seil und Planken. Das bauen wir schnell, unser Metallspeer. Nein, das schaut immer aus wie so ein Speer, ist aber, ne, ihr wisst schon. Seile brauche ich 2. Achso, warte. Die stelle ich gleich her. Dann haben wir wieder Platz gespart. Dann Metall und Bolzen. 1, 2. Ich habe leider keinen Bolzen mehr, also muss das so funktionieren. So. Passt. So. Die Planke kommt wieder zurück. Und das lassen wir alles so. Schaufel durch gleich hier hin. Weil ich kann es mir durchaus vorstellen, dass durch meine Blödheit, ne, dass ich tatsächlich schon Dreck gefunden hätte vielleicht, also Schmutz, dadurch, dass ich aber keine Schaufel dabei hatte, dass dann natürlich vielleicht, ne, dass dann eventuell, dass ich das übersehen habe. Das kann ja durchaus schon mal passieren. Aber ich meinte, das wäre offensichtlich gewesen, der Dreckhaufen, wenn einer da wäre. So ein richtig schöner Haufen gewesen wäre. Habe ich noch Platz? Ja. Ich weiß es nicht. Tada! So. Also wie gesagt, schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Glaube ich nicht. So, mal kurz ins Wasser. Ich versuche es nochmal ganz oben. Hoppala. So. Dann... Es ist eine Pirouettenparade hier, unglaublich. Heureka. So. Aber ich fürchte, ich habe kein Glück mehr mit dem Dreck. Ich habe auch noch nie eine Insel gefunden, ne? Die tatsächlich ein Schaf oder eine Ziege gehabt hätte. Das ist echt schade. Ich hätte so gern schon mal Dreck gehabt. Oh je, oh je. Das ist halt richtiges Pech. Vielleicht muss es aber auch regnen. Habe ich mir auch schon gedacht. Vielleicht muss es regnen, damit aus so einem Erdenfleck hier zum Beispiel vielleicht Dreck entstehen kann. Egal. Soweit, so gut haben wir es mal fertig. Ich werde jetzt wieder alles verräumen. Die ganzen Sämlinge wieder einpacken. So, dann hier noch was. Ich glaube, dann hätten wir es schon. Die Blümchen werde ich wieder verstauen. Dann heißt es wieder tauchen. Alles von vorn. So. 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 Wie gesagt, ich werde mich wieder, nach wie vor, bevorzugt auf Schrott, Ton, bin ich schon überlegen, nicht mehr mitzunehmen. Also Schrott und Erze werde ich mich wieder beschränken. Natürlich auch Seetang,
weil man den einfach unendlich oft und viel braucht. Ja. Wie schaut's aus mit meinem... mit meiner Bekleidung? Es geht noch ein bisschen, ne? Gut. Die Schaufel nehme ich wieder weg. Die tue ich hier wieder da rein. So. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir es an. Den backe ich auch derweil da rein. Melone würde nicht mehr stören, glaube ich. Ne? Stört das eigentlich auch nicht mehr. Kupfer ist auch schon so eine Sache, die man eigentlich fast nicht mehr braucht. Ne? Ja. Ah, stimmt. Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Hm? Fällt es euch ein? Ein Haifischköder, den ich nicht geschafft habe zu bauen. Das mit dem Segel klappt echt gut, von Insel zu Insel zu reisen. Das hätte ich gleich von Anfang an machen sollen, ich Trottel. Tatsächlich. Die Sonne geht sie auf oder unter? Ich kann es gerade nicht sagen. Ich glaube, sie geht auf, oder? Nein, sie geht unter, wie es ausschaut. Es wird finster. Meine Güte, der mich jetzt erschreckt. Du Krautschill. Weg da. So. Ah ja, mir fehlen Planken. Logisch. Absolut logisch. Da habe ich eine. Eine Planke muss dabei reichen. So, nochmal fischen. Platsch. Nein, die Welt geht unter, die Sonne geht unter und ja, das heißt, wir können jetzt die ganze Nacht durchfischen. Was eh nicht so verkehrt ist, haben wir vielleicht dann drei, im besten Falle drei Haifischköder und dann passt das wieder. Ich sage immer Haifischköder, das heißt Haiköder, ne? Ja. Ja. Ist halt so. So. Der Clipper muss geschmolzen werden. So. Dann, warte mal kurz, werde ich aber noch schnell ein paar Balken doch mitnehmen. Wegen Schmelze und so, ne? So, dann kann ich den nämlich noch fertig reparieren. Wo war er denn? Hier, glaube ich, ne? Ja. So, und jetzt fischen wir weiter. Fische, Fisch. So. Ach du Heilige. Ah, das ist Arbeit. Aber es ist schön. Der Mond geht auf. Vollmond haben wir auch. Aha. Ein Wels. Den haben wir schon lange nicht mehr gefischt. So. Fische, Fisch. Fische, Fisch. So, ein Lachs, den wollte ich auch nicht haben. Ein Hering oder eine Seebrasse wäre schön. Also von denen halt viele. Bitte. Nach Möglichkeit. Das wäre nice. Ein Buntbarsch. Nein, das ist auch nicht richtig. Das ist auch nicht das, was ich möchte. Nee, nee. Kerzenflasche. Okay. Können wir wieder auf den Tisch stellen? Die stellen wir aber auf den oberen Tisch hin. La 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 la. La 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 la. Alter Schuh. Ja, jetzt werde ich auch gleich zu einem alten Schuh, ey. Was soll das? Das will ich nicht. Grummel. Können wir hier hin platzieren wieder. So um die Angel, um den Anker rundherum. Jawohl, ein Hering. Weiter so. Da, da. Jetzt wird es langsam hell. Da hinten sieht man schon. Wieder ein Buntbarsch. Ja. 3 Stunden später. Aber vielleicht. Der Haifisch ist eh schon ziemlich angeschlagen. Vielleicht können wir ihn sogar vernichten. Dann hätten wir ein bisschen länger Ruhe. Da
muss ich dann wieder zur Schmelze schauen. Ja, da ist schon wieder fertig. So, blanke, blanke. So, einmal können wir einen Haifischköder bauen. Nee, da fehlt ein Seil. Ach du Heilige, was machen wir denn da nur? Zack, fertig. So, ich glaube, wir sind hungrig. Futtern wir doch mal die Wassermelonen weg, oder? So. Gut. Dann. Ja. Fisch mal weiter, oder? Blub. Bis es hell wird halt, ne? Na, 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 na. Vielleicht können wir den Kerl auch noch zur Strecke bringen. Das wäre ganz fesch. Und dann hätten wir wirklich ordentlich Ruhe. Da werden wir zuerst das Erz farmen. Also Seetang mit Erz so irgendwie kombinieren. Ne? Und dann halt Schrott. Seebrasse, schön. Vielleicht gibt es noch einen Hering, das wäre ganz schön. Oder noch eine Seebrasse. Dann haben wir schon zwei Köder. Das passt super. Ein Wels. Meh. Also zum Essen haben wir genug. Aha. Der Fisch hat zu lange gebraucht. Meh. Dann bauen wir es halt wieder, ne? Da geht auch noch was. So. Meh. Echt. Da kann ich nur Meh sagen. So. Also. Hering oder Seebrasse. Ist mir wurscht, welcher Fisch. Ich will das haben. Bitte. Makrele. Pff, ich brauche keine Makrele. Hallo. Bitte. Hering. Super. So, dann brauchen wir auch die Seile. Ja, ja, ich weiß. Ich muss sie holen gehen. Ich überprüfe das immer gerne, ob ich was verbrauchen kann. So, passt. Haben wir zwei. Müssen wir schon zufrieden sein. So. Die Fische trage ich gleich nach oben. Beziehungsweise... Stimmt, das könnte ich eigentlich auch irgendwo hin platzieren, ne? Auf dem Tisch wäre es schön. Ich würde sagen, tun wir den mal da so hin, ne? Den da. Ich hätte aber beides auf den Tisch hinstellen können. Wo ist der Tisch? Der ist da hinten, ne? Da. So. So. Ja. Aber wie fängt der jetzt an zu brennen? Muss man da noch was reinstellen? Kein schönes Licht. Puh, keine Ahnung. Das habe ich mir beim letzten Mal schon gefragt. Beim unteren. Warum der eigentlich nicht brennen möchte, ne? So, da haben wir doch den Wels. Machen wir mal einen Wels draus. Da haben wir, den haben wir schon lange nicht mehr gekocht und gegessen. Und da packen wir den anderen Fischlis rein. So. Passt. Das werden wir gleich verknuspern. Der kommt auch rein. Passt. So, Mahlzeit. So, das passt schon mal. Wie viel Platz haben wir? Ja, eigentlich ausreichend. Eigentlich ausreichend für unsere Tour. Halt. Mie. Einmal noch schnell Clipper und so. Ah, jetzt müsste das aber schon bald gehen. Genau, Kunststoff brauchen wir noch. Und Seile. Na komm.
Dann können wir das schon mal herstellen. Und die Flosse braucht jetzt noch ein bisschen Glipper. Okay. Okay. So. Passt. Zwei Haiköder haben wir. Den könnte ich eigentlich gleich reinschmeißen. So, das packen wir auch weg. Gut. Den Haiköder. Den werden wir wieder, glaube ich, hierhin platzieren. Platsch. Und dann heißt es wieder warten. Oder wir bringen ihn um. Oder versuchen es halt wieder, ne? Können wir uns überlegen. Wenn er ziemlich angeschlagen ist, ich glaube, er war es, dann machen wir ihn fertig. Na, wo ist er denn? Da ist er. So, komm nur. Passt. Das war schon das erste Mal. Können wir gleich Seetang mitnehmen. Kommt er gleich nochmal. Jawohl, das zweite Mal. Das hatte ich jetzt schon alles. Das ganze Seetang habe ich jetzt schon auf einen Schlag. Dann müsste er gleich nochmal kommen. Wo ist er? Da. Jawohl. Ich glaube, das hat hingehauen. Wir sind unverletzt. Das muss hingehauen haben. Mal kurz Luft holen. Jetzt haben wir ihm schon ein bisschen Schaden zugefügt. Wo ist er? Es ist immer so schwierig zu sagen. Da ist er. Zack. Haben wir ihn wieder erwischt. Ja, jetzt ist er schon ganz schön malträtiert. Komm nur. Und zack. Jawohl. Gleich hammern, glaube ich. Ich sehe ihn gerade nicht. Ich sollte weg. Nicht, dass er sich von hinten, ups, anschleichen kann. Da ist er. Komm nur her. Jawohl. Einmal geht schon noch. Komm nur. Luft habe ich genug. Ah, jetzt hat er keine Lust. Ja. Umblingen. Dann können wir in Ruhe hier unsere Sachen ernten. Aber wenn es so weitergeht, wird es vorher noch finster. Hallo. Kuckuck. Hallo. Hallo. Hä, wo ist er denn? Futsch. Da ist er. Komm zu Mama. Ja, komm. Ja, komm. Und zack. Au. Ah, er ist hin. Passt, sehr gut. Nanu? Jetzt auch. Passt. Haben wir alles. Gut. Dann gehen wir arbeiten, ne? Noch einmal schnell Luft holen. Blub und arbeiten. So, zuerst die schönen Metalldinger, ne? Oder fangen wir schon mal mit dem Schrott an, weil der schon mal da ist. So, da vergammelt der Hai. Da haben wir schon unsere Metalldinger. Kupfer bin ich auch am überlegen, ob ich es nicht auslassen soll momentan. Weil wir von dem Graffel echt viel haben und so richtig massig viel brauche ich eigentlich. Nur Erz, ne? Aber da haben wir schon Kupfer. Ach, nehmen wir es mit, ist ja wurscht. Nehmen wir es mit. Den Schrott nehmen wir noch mit. So, da muss ich Luft holen gehen. Und zwar schnell. Aha, da haben wir Erze. Muss ich nochmal runter. Schnell, schnell hoch. Und blub. So. Passt. Mal einen Schluck trinken. So. Und runter. Ah, da fängt auch schon die Musik an für uns. Sehr schön. So, hier irgendwo war doch Erz.
Hier haben wir was. Das ist aber Kupfer, glaube ich. Ja, na, Metallerz, tatsächlich. Tatsächlich. War da nicht noch wo? Hier, genau. Viel Metallerz. Ich freue mich. So. Passt. Dann noch schnell ein bisschen Schrott können wir mitnehmen noch. Und dann brauche ich schon wieder Luft. Einen Seetang wollte ich noch mitnehmen. Ich tauche nochmal runter. Ich muss mich nur beeilen wegen dem scheiß Haifisch. Ja, ja. Blub, blub. Blub, 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 blub. So, schnell Luft holen. Und runter. La, 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 la. La, la, la. Bei Seetang wissen wir eh, können wir ja gar nicht genug haben, ne? So, Stein, 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 Stein. Da ist ein Schrott. Stein, 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 Stein. Gibt's Metall? Metallerzi. Ach Gott, ich brauche schwer Luft. Ja, das wird jetzt knapp. Schneller, 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 schneller. Der Hai wird auch gleich da sein. Passt. Das ist auch schon wieder ganz schön finster, ne? Kreuzbirnbaum. So, hier war ich schon, ne? Genau, hier haben wir was. Stecki, steck, steck. Da ist was. Metallerzi. Supi. Metallerzi. Aha, ich glaube, meine Sauerstoffflasche ist eingegangen. Aha. Schaut ganz danach aus, weil ich so schnell Sauerstoff jetzt verliere. Das heißt, ich muss zurück auf mein Flößchen. Ist eh mal gesund, hier hinzugehen. Aha, es ist bald alles aus. Ja, Gott sei Dank. Auch die Flossen machen schlapp. Ja, was für eine Freude, ne? Sarkasmus, Sarkasmus. Sauerstoffflasche. Ich habe eine Flasche. Mir fehlt der Clipper noch. Seil und Kunststoff. Hä? Habe ich mich eine gebaut? Jawohl, das hier. Da. Da ist sie doch. So, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch die Flösschen. Fehlen jetzt noch. Seetang haben wir genug. Das haben wir jetzt auch genug. Hey, das passt. Ich brauche nur warten, bis die geschmolzen sind. Passt, dann gehe ich mal die Seile holen. Seile brauche ich jetzt 4. 1, 2, 3, 4. So, kann ich hier schon irgendwas ablegen? Schrott werden wir mal hin tun. Ja, der Haifisch ist wieder da. Ich werde ihn kurz ein bisschen pieksen. Ein bisschen ärgern. So. Perfekt. Kann ich die neuen Flossen schon bauen? Weil mir fehlt nur noch hier 5. Ach, nehmen wir das Ganze mit. So, herstellen. Und wieder reinpacken. Gut. Achso, das kann man so nicht tauschen. Okay. Dann lasse ich die für später, weil die sind eh bald kaputt. Stacken. Gut. Hä? Bitte weiter Clipper machen. Unbedingt. So. Der Haken ist jetzt auch bald vorüber, also bald kaputt. So, jetzt muss ich warten, bis der Haifisch nochmal zubeißt. Also nicht mich beißt, sondern den Köder. Und dann müssen wir nochmal weiter runter tauchen. Jo. Ich schaue gerade mal so ein bisschen durch, was wir noch bauen könnten. Gut, das mit der Batterie geht, wenn man genügend Schrott hat. Das kriegen wir hin mit der Batterie. Ich dachte, das wäre schwerer. Wahrscheinlich war immer Schrott mein Problem, weil ich es momentan, dafür brauche, Dingsbums zu machen, ne? Also mein Floß zu verstärken. So.
So, schön sammeln, schön sammeln. Hier Seetang. Tack, 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 tack. So, hier ist kein Schrott, wie mir scheint. Hier unten war ich jetzt noch nicht. Oh Gott. Ah. So geht das. Da haben wir Schrott. Luft brauche ich jetzt auch. Ich glaube, die Flossen. Na, die halten noch. Schnell, 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 schnell. Luft holen. Ja, ich bin schon oben. Schnell runter. Da unten war, glaube ich, noch ein bisschen Schrott. So. Hier. Ah, Metallerze. Ja, komm, mach. Bevor der Hai wieder auftaucht. Sehr brav. So, weiter geht's. Hier haben wir noch mehr. Ui, da haben wir mal Kupfer. Schau. Selten auf der Insel, Gott sei Dank. Aha. Sperli. Und zack. Jawohl. Das war gut. Der Sauerstoff geht auch schon wieder zur Neige. Komm, komm, nimm's mit. Und Sauerstoff holen. Schnell, schnell, schnell. Wo ist der Hai? Au, ich habe nicht gesehen. Ich muss aufs Floß zurück. Hüpf, passt. Den nächsten Köder schmeißen. Ist wird's jetzt Tag oder Nacht? Ich glaube, es wird Nacht, ne? Ja, dann wäre es gut, schlafen zu gehen. Jetzt habe ich den Köder schon reingeschmissen. Das war schlecht eigentlich. Gute Nacht. Mann! Pixie! Du kannst tagsüber nicht schlafen, aber es wird jetzt Nacht. Geht's jetzt? Jawohl, passt. So, und der Part ist wieder zu Ende. Und hungrig bin ich auch. Alter. Gott sei Dank habe ich da noch was zum Essen dabei. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!